Es glauben oder nicht, es gibt auf der ganzen Welt keinen einzigen Menschen, der die Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland besitzt. Es gibt somit niemanden, der Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland wäre. Es gibt genauer gesagt, auf der ganzen Welt keinen einzigen Bundesbürger. Auch Bedienstete der sogenannten BRD, wie der sogenannte Bundespräsident, der sogenannte Bundestagspräsident, die sogenannte Bundeskanzlerin, Angehörige der sogenannten Bundesregierung, Angehörige des sogenannten Bundestages, ferner sogenannte Richter, Polizeibedienstete oder Verwaltungsbedienstete etc. besitzen keine Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland. Dies folgt zwingend aus der Tatsache, dass es innerhalb des BRD-Systems kein Staatsbürgerschaftsrecht der BRD gibt. Schaut man sich die Regelungen des BRD-Systems an, in denen die Bedingungen für die Zugehörigkeit zur BRD benannt sind, vermisst man Sätze wie Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland ist, wer diese und jene Voraussetzungen erfüllt. Die Zugehörigkeit zur BRD wird im Artikel 116 des Grundgesetzes sowie im sogenannten Staatsangehörigkeitsgesetz beschrieben. Grundgesetz Artikel 116 Absatz 1. Zitat: Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat. Lesen Sie dieses im Artikel 116 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Wie im Artikel 116 des Grundgesetzes, so wird auch im sogenannten Staatsangehörigkeitsgesetz nicht etwa eine Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland definiert, sondern lediglich die des Deutschen Reiches beschrieben. Dies ist auch völlig richtig. Da es sich bei der sogenannten Bundesrepublik Deutschland völkerrechtlich nicht um einen Staat handelt, kann die BRD auch keine eigene Staatsangehörigkeit definieren.